Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder eine Lidschattenpalettenvorstellung für euch. Ja, das ist eine Palette, die noch gar nicht so lange bei mir eingezogen ist. Und ich zeige es euch mal sofort. Das ist die Forever Flawless Flamboyance Palette von Revolution. Die hatten sie runtergesetzt beim Rossmann für 8 Euro statt 12 habe ich sofort mitgenommen, 4 Euro weniger. Yay, da freuen wir uns, da freuen wir uns. Und ja, ich mag ja wirklich diese Revolution-Paletten in dieser metallischen Verpackung, finde ich wirklich immer sehr, sehr schön und edel. Und ich zeige euch jetzt mal, wie sie von innen aussieht. Und die haben auch alle Namen. Und sie hat mich wirklich sehr angesprochen. Guck mal hier da, Flamingos. Ist das süß? Ja, ne? Schön. Schön, schön, schön. Leute, wir swatchen jetzt mal die Palette und schauen wir mal, was sie alles so kann. Wir fangen an, hier oben, mit Flock. Komischer Name, oder? Oh, ist das schön, das Pinky. Dann Eggglow. Dann haben wir Inca. Ibis. Und Flair. Fünf Finger, fünf Farben, sehr unterschiedlich. Ach, das ist ein schönes rosa Pink, das gefällt mir. Und dann haben wir hier so ein richtig wow, sattes Gold, aber richtig sattes Gold. Dann ein schöner Ton ja, zum Lidsetten. Dann noch ein glänzender Ton, den kannst du auch schön als Highlighter nehmen. Und dann haben wir hier noch so ein altrosa Metall. Auch schön. Und ja, Gott, für 8 Euro kannst du nichts verkehrt machen, die Palette mitzunehmen. Ne? Ich muss mich dann immer so ein bisschen erinnern, wenn ich da so drin stehe in den Drogeriemärkten, hast du die jetzt schon oder hast du die nicht? Aber nein, die hatte ich noch nicht. Und wir nehmen jetzt Plume. Eine Plume. Ein Plümchen. Auch so ein schönes Rosa. Dann Fancy. Das ist Fancy. Obwohl hier ist ein besseres Setting Produkt. Feather. Korall. Und Spandit. Also da sind viele matte Töne, aber auch einige metallische da drin. Ne? Dann haben wir... Oh, das glänzt schon wieder. Ich muss mal hier hinten machen. Oh, das ist ein schöner rosa Ton, ne? Dann haben wir hier den, hallo, den habe ich jetzt aber auch schon so oft in der Paletten gehabt, ne? Ja, das ist eher so dieser Setting-Ton. Dann haben wir hier noch so ein, hallo, Pink. Und diese Gold, Bronze. Oh, Leute. Schon mal wieder eine Palette, die mir sehr gefällt, besonders mit diesen Pinkfarben, die du so schön kombinieren kannst. Ich glitzer schon wieder überall. Schon wieder überall am Glitzern. Halleluja. Oh Gott. Ja, komm, wir machen weiter. Das Flair fand ich auch echt, echt schön. Das ist, nee. Ach, Hu. Horten hört ein Hu. Blau. Horten hört ein Hu blau. Deswegen bestimmt, genau. Wenn du das Blau nämlich zeigst, dann, dann haben wir Flame. Auch schön. Lagoon. Oh, ein schönes, dunkles Blau. Boah. Signifikant. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch spricht. Impress. Und dann haben wir noch drei Stück. Das Blau. Das Blau. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, das wird jetzt auch gut zu meinem Oberteil passen, ne? Ja. Diese beiden Farben sind auch schön zusammen. Ah, da werde ich auch mal... Genau, die werde ich nämlich mal als Look zusammen machen. So Blau und Rot. Und guck mal hier jetzt. Und dann noch den dabei. Boah. Den dabei und ich bin glücklich. Den nach außen... Dann hast du den anderen roten. Obwohl, den roten kannst du auch dazwischen machen. Muss ja nicht so nach Farben gehen, ne? So, und dann haben wir hier noch
zum Braunton. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sehe, freue ich mich wie Bolle, dass ich jetzt in das Blau gegriffen habe und alles unterm Fingernagel habe. Ach Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich ferkel. Nein! Jetzt habe ich einen Dappen da drin. Jetzt habe ich da reingegangen. Alles unterm Fingernagel. Also wenn ich jetzt so ja, mir die Palette wirklich angucke und denke, gut, dass du sie mitgenommen hast für 8 Euro. Echt, echt, echt. Du hättest dich nur geärgert, hättest es nicht gemacht. So, dann haben wir jetzt noch drei Stück. Das ist einmal India, Breeze und Ultra. Eins, zwei, guckt euch mal das Breeze an. Wunderschön. Wunderschöne Palette zum Verlieben. Göttlich. Also ich liebe die Revolution Paletten. Die sind einfach toll. Echt, echt mega von der Qualität auch her, ne? Und boah, ihr habt da sofort Bäm Farbe auf dem Auge. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so. Ich habe heute auch I Heart Revolution auf dem Auge. Und ich hatte da sofort Farbe. Ich brauchte nicht mehr weiß wie reindippen, ne? Also ich liebe die Palette. Ich liebe diese Palette. Ich liebe diese Palette. Ich liebe diese Palette. Ich liebe diese Revolution Forever Flawless Flamboyance Palette. Ja, und ich bin froh, dass ich sie mir für 8 Euro mitgenommen habe. Meine Lieben, wie fandet ihr die Palette? Ich freue mich schon auf die Schminkis damit. Und ich würde sagen, fertig mit dem Zeigen. Freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne kostenlos tun. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, ihr Lieben da draußen, ne? Und falls ihr das nicht seid, werdet ganz schnell wieder gesund, kommt auf die Beine. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Eure Steffi. Tschüss.